Hallo, ich bin Joanna. Ich bin Leoni. Und ich bin Louisa. Wir sind hier mit unserer Outdoor Education Class in Bayfield High School. Am Anfang des Terms haben wir Navigation gemacht. Wir haben, am Anfang waren wir einfach nur draußen und haben gelernt, wie man mit dem Kompass umgeht und mit einer Karte, wie man eine Karte liest, die verschiedenen Symbole da drauf, wie man Höhen abmisst, wie man bestimmt, wie lange man geht. Und dann sind wir auch in die Wildnis gegangen, haben uns durch den Busch geschlagen, einfach nur mit dem Kompass und haben gehofft, dass wir irgendwo rauskommen. Also meistens haben wir es auch geschafft, auch wenn es manchmal ein bisschen schmerzhaft war. Ja, und dann danach haben wir dann mit Klettern angefangen. Als erstes waren wir in der Kletterhalle und haben ein bisschen Boulder-Techniks gelernt. Und dann sind wir auch nach draußen gegangen und sind direkt am Strand, waren wir da klettern und das war richtig toll. Richtig hoch, 30 Meter an die Klippen. Das war echt. Oh, ich hatte ein bisschen Angst, aber okay. Zwischendurch haben wir auch noch Skifahren? Ja, sind wir noch Skifahren gegangen in Wanaka. Und das war eigentlich ziemlich cool. Ich fand das eigentlich am besten von allen Sachen, die wir gemacht haben. Weil, ich weiß nicht, ich mag eigentlich Skifahren ganz gerne. Und es war auch ganz toll, weil wir zusammen alle irgendwie gekocht haben und gewohnt haben. Und es hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Hier. Ja, und als letztes waren wir auch trampen. Wir sind zweimal, Trampen heißt Wandern. Und wir sind zweimal, haben wir einfach nur einen Daytramp gemacht. Da sind wir den ganzen Tag einfach, vier Stunden. Aber es ist schon ziemlich schwer, weil es ja alles hügelig ist und hoch und runter geht. Und als letztes sind wir ein ganzes Wochenende gegangen. Da mussten wir halt auch richtig Backpacks tragen. Mit unseren Zelten. Ja, mit Zelten. Wir mussten alles essen. Wir mussten alles selbst aufbauen und mussten für uns selbst kochen, mussten den ganzen Tag wandern, bis wir abends so fertig waren. Abends haben wir Lagerfeuer gemacht, haben nur drüber Marshmallows gegrillt. Das war schon richtig cool auch so. Ich meine, am Ende, wir waren ziemlich fertig, aber es hat auf jeden Fall was gebracht, mal ein ganzes Wochenende in der Wildnis. Ja. Wie Luisa meinte, das Schlimme war, dass wir keine Toiletten hatten. Aber das war schon cool. Ja. Und es war auch echt es war ein tolles Feeling, dass wir alle so zusammen am Feuer saßen. Ja, auch mit den Kiwis einfach so zusammen. Das hat für die Gemeinschaft was gebracht. Und ich bin so froh, dass ich Outdoor Education genommen habe. Das ist eins von meinen Lieblingsfächern hier. Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch, glaube ich, durch Outdoor Education viel gesehen von Neuseeland. Ja, also es war wirklich sehr gut. Ja. Okay, bye.